Hallöchen und herzlich willkommen zurück aufs Lost Island. Hallihallo, ihr Lieben. Wir befinden uns hier im Sumpf-Dungeon. Das ist hier ein Labyrinth, so wie ich gelesen habe. Und deswegen, wir sind gespannt. Wir sind ja quasi gerade am Anfang. Wir haben den Anfang des Labyrinths gefunden, wie es da drin wird und ob wir das hinkriegen. In dem Sinne, geht los. Büro, so. Denkt dran langsam. Ja. Nicht an irgendwas. Jetzt. Okay. Links oder rechts? Na, wir gehen erstmal geradeaus. Okay. Siehst du hier die Rohre? Hier, wo ich vorstehe, die rausgucken? Das sind Fallschussanlagen. Da solltest du dann sehen, dass du auf der Seite durchgehst. Wenn du jetzt auf der Seite durchgehst, da wirst du beschossen und wenn du dicht dran hergehst, wirst du nicht beschossen. Okay, also immer an der Wand lang. Ja, du siehst auch, wenn dann Blutlachen sind oder so, richtig rote Blutlachen, dann ist gegenüber, siehst du auch hier die Blutlache, dann ist gegenüber immer so eine Fallschussanlage. Denn hier ist auch wieder eine. Siehst du hier die Blutlache hier vorne? Ja. Ja, dann ist gegenüber immer so eine Schussanlage. Soll ich jetzt zu dir rüberkommen? Ja. Ja, hier ist ein Tor. Ja. Gegen 4 habe ich gehört. Ein Tor. Ja, dann muss ja irgendwo ein Schalter an der Wand sein. Oder? Oh. Huch, wo kam die denn jetzt her? Ich hab die gar nicht gehört. Hier sind Knöpfe auf dem Boden. Wenn wir da drüber laufen, dann lösen wir irgendwas aus. Dass Viecher kommen und sowas. Was für Knöpfe? Ja, das sind meistens so Steine, so helle Steine, die dann auffallen. Aber ich bin nur jetzt nirgendwo draufgetreten. Ja, die können auch so kommen. Also hier ist ein Tor, also muss irgendwo ein Schalter sein. Aha. Müssen wir mal gucken. Oh. Irgendwo muss ein Schalter sein. Da hat so ein Skorpion Fühler rausgestreckt. Oh. Ich sehe jetzt keinen Schalter. Dann muss eine Wand hergehen, so in Kopfhöhe, also so wie du guckst. Kommt dann da irgendwo, dass du so einen Schalter dann aktivieren kannst. Aber hier sehe ich jetzt nichts. Aber hier ist auch schon wieder ein Tor. Oh, hier ist sogar ein Loot drin. Oh, hier sind Schalter, siehst du? Au! Ich höre die noch nicht mehr. Ach, guck, die kommen teilweise durch die Wand oder sowas. Wir hätten uns vielleicht ein paar weiße Bären einstecken sollen. Siehst du hier diese weißen Dinger? Das sind Schalter. Wenn du da drüber kommst, dann löst du irgendwas aus. Und da müssen wir aufpassen. Also ja, müssen. Da ist immer manchmal noch einer. Ja, krieg ich aber so nicht. Wir müssen hier irgendwo Schalter an der Wand finden oder sowas. Ja, ich versuche gerade nicht auf die Dinger zu treten. Ja, am besten drüber springen oder sowas. Wenn da die auch nur leicht berührst, dann löst du dann irgendwelche Fallen aus. Ja, du sagst das so einfach. Ja. Ich habe noch keinen Schalter. Bei manchen Labyrinthen sind die Steine dann markiert, dass irgendwie Blut dran ist oder ein Handabdruck oder irgend sowas. Ja. Nicht immer, aber quasi immer öfter. Hier irgendwo was. Da
Kann man von hinten rein, dass das hinten vielleicht irgendwo offen ist? Weiß es nicht. Ach herrje. Hab ich erwähnt, dass ich kein Fan von diesen Labyrinthen bin? Hast du. An der letzten Folge aber hast du. Guck, wir können sogar hier in den Kreis gehen. Wie nett. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Die Frage wo? Ja. Hier kommen wir her, da ist der Ausgang. Ja. Dann lass uns mal hierher gehen. Okay. Wieder Schalter auf dem Boden? Aha. Oh. Hier ist irgendwo eine Fallschussanlage. Mich hat's erwischt. Da ist er. Da. Musst also an der Seite, wo du bist, lang gehen. Das Problem ist, dass auch ein Schalter direkt an der Wand, ne? Also hier so ein auf dem Boden. Ja, du musst dann über den Schalter springen. Ansonsten wirst du auch von Pfeilen beschossen. Genau. Bist schon dran vorbei. Du standest übrigens gerade auf so einem Stein, ne? Ach je, ach guck mal. Na, da muss ich ein Bild von machen. Das Licht so genehm oder soll ich ausmachen? Du kannst ein Stück zurückgehen. Weil wenn ich nur deine Beine drauf habe, das ist doof. Oh? Jo. Denn der muss verewigt werden hier. Ich weiß, jetzt riecht das wieder manche auf, aber irgendwo müssen ja die Thumbnails herkommen, ne? Ganz ohne Bilder geht's nun mal nicht. Ja. Nimmst du mal deine Waffe aus dem Bild? Oh. Danke. Sehr schön. Das sollte wohl reichen. So. Treppe hoch, Treppe runter. Guck mal hier, ob bei den Fässern was ist. Vielleicht ist hier ein Schalter oder sowas. Nein. Dann lass uns mal die Treppe hochgehen. Denn die Loots, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mir geht es eher um Artefakt. Denn hier soll auf jeden Fall ein Artefakt drin sein. Okay. Lass uns mal hier hinter gucken. Achtung auf Schalter. Also auf dem Boden, ob hier irgendwelche Schalter drin sind oder so. Ich sehe hier nichts. Nö. Von da unten kamen wir ja, ne? Oh, hier ist ein vielversprechender Raum. Hier sind Schalter. Vorsicht. Ich guck gerade, ob irgendwelche Schießanlagen sind, aber ich sehe jetzt keine, weil da ein Blutfleck ist. Hier sind auch Blutflecken. Da hinten geht's auch noch weiter, ne? Ja. Jetzt mal hier hinter. Auch hier ist ein roter Loot. Da ist direkt ein Schalter dran, ne? Natürlich. Natürlich. Damit du dich freust, Ohren Loot und dann das drauf zurennst, weißt du? Ja. Irgendwas hat mich gerade angefaucht da. Ja, irgendwie hinter dir Hunger. Ja. So, mal auf der anderen Seite gucken, ob da Schalter ist oder sowas. Ich sehe jetzt hier. Nö, ich sehe nichts. Dann lass uns mal hier weiter einfach mal gucken.
Kriege ich die schon? Nö. Oh, hier neben mir brummt's, ne? Entweder Artefakt oder, Gut. Gut. Oi, Rollback. Oder hast du mich weggeschossen? Nein. Ach, hier sind irgendwo, Pfeile. Hier sind Pfeile. Hier, wo ich stehe. Ich muss also auf der Seite entlang. Dadurch wurde ich zur Seite gedrückt. Auf welcher Seite? Hier, wo ich stehe. Hier. Ach, stopp. Bleib da. Es brummt doch so laut, ne? Hier oben ist ein Loch in der Decke. Was? Ach, hier. Fliegst du da mal hoch. Das ist bestimmt eine Überraschung. Ja, mach mal. Du sagst, wenn ich nachkommen kann. Also hier ist ein Loot auf jeden Fall, ein blauer Loot. Clean. Komm, ich versuch's zumindest. Guck mal den Loot nach. Wow. In Dauer. Hier auch noch was? Hier ist auch noch ein Loot. Hey. Wieder ein Tor. Ja, irgendwie sind wir nicht prädestiniert, Schalter zu finden oder so. Ja. Ach, aber da hab ich mich bei Ragnarok schon so schwer getan. Da waren ja, hier. Ja. Komm mal hierher. Guck mal auf das Tor. Ja. Oben links und rechts in der Ecke ist was. Die Kreise. Ja, das werden aber keine Schalter sein. So hoch nicht. Meinst du? Die Schalter sind normalerweise in Höhe, wenn du die Waffe ganz normal hältst und dann in Höhe. Irgendwo an der Wand, Säule oder sonst was. Wie gesagt, oftmals sind die irgendwie markiert, dass sie heller sind oder dass die, dass da Blut dran ist, Handabdruck, irgendwas. Ach, guck mal, hier kann man durchgucken. Hallo? Kann ich auch durchkriechen? Nein, kann ich nicht. So, müssen wir mal hier weiter gucken. Gucken, ob keiner guckt und so. Ach, herrje. Ja. Ja, sorry, wenn ich so... Oh. Ja, ich konnte nicht zurück, weil du hinter mir standst. Warst du bei mir gerade ganz weit vor mir? Nö, ich bin schon wieder voll erwischt worden. Aber die sind du erst hier vorne? Hier. Hier sind die. Muss also auf meiner Seite hingehen. Ja. Ein Hoch auf die gute Rüstung. Aha. Da liegt hier ein Kackeknödel. Ich glaube, da waren wir schon. Nee, der ist vom Skorpion. Okay. Das war bestimmt der Scheißer. So, wir haben hier eine Treppe. Wo es dann direkt wieder hochgeht oder zur Seite. Und wir haben hier. Hier geht's tiefer. Darfst du dir aussuchen? Ja, wir gehen weiter runter. Hab's befürchtet. Ist das da, wo wir gerade waren? Ja. Ja, das ist der Hinterausgang, wo ich gesagt habe, da hinten geht's auch noch weiter. Sehr schön. Aha. Dann gehen wir zu den anderen Treppen hin. Gut, Moment. Dreh dich. Ich liebe Labyrinthe. Ach je, ey. Da. Aber das ist gut. Gut gemacht mit den Fallen, ne? Ja. Gepult mir. Da oben, du bist schon tot, ne? Ja. Dann waren wir da, glaube ich, schon. Ja, dann waren wir das schon.
Vorsicht, Granaten. Raus hier, raus, 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 raus. Ich bin wieder da und ich bin krank. Ja. Also ich komme ein Stück nach oben. Verteidige dich lieber gegen die Fledermäuse. Ja, bei mir sind gerade keine mehr. Doch, über dir und überall. Was? Ja. Mehr habe ich jetzt gerade nicht. Ich bin auch krank. Dings nehmen. Ja, ich nehme auch. So, also da unten sind wir bestimmt richtig. Aber irgendwo... Ach, hier mittendrin ist ein Schalter. Hier. Siehst du denn da, wo das Blut drauf ist? Ach, da! Ja. Ja, und da bin ich drauf gekommen wahrscheinlich. Da war ich ja noch nicht. Ich stand ja noch auf der Treppe. Ja, hier sind ganz viele Schalter. Ach, herrje. Du gehst links gucken, da scheint nichts zu sein. Ich gehe rechts, weil da scheint eine Fledermaus zu sein. Oh, da ist ein Artefakt! Oi! Hehe. Moment, ich muss... Wenn das so leicht zu finden ist, dann ist garantiert noch ein Artefakt da. Ah, ist es nicht. Aber jetzt müssen wir einen Schalter finden, egal wie. Hier habe ich einen Schalter. Warte, hier muss ich... Warte, ich komme dann rüber. Hier muss ich erst ein Thumbnail machen. Na, Kumpel. Hast du Fuß verloren? Hölle. So, jetzt zeig mir mal den Schalter. Der ist direkt da an der Wand. Da. Ach, an der Säule. Ja. Vorne sind ganz viele Schalter. Aber da löst du gar nicht. Vorsicht, davor ist auch ein Schalter, ne? Ich mache hier den mal Schalter, den, hä? So ein Schalter, oder nicht? Irgendwie komme ich da an den... Ist das kein Schalter? Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall anders aussieht. Ja, ich würde sagen, das ist ein Schalter. Geh mal weg da. Jetzt komme ich nicht um den... Ja, hier ist auch so ein blutiger Handabdruck drüber. Ist doch ein Schalter, oder nicht? Boah. Das sieht doch aus wie ein Schalter. Waffe wegstecken? Da! Da war's! Hier geht's auf. Okay. Standbild. Oh, komm rein, schnell, 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 schnell. Ja. So. Na toll, Tor ist zu. Scheiße, und keiner steht raus. Ja, dann lass uns mal hier hinstellen oder so, dann machen wir wenigstens noch ein Bild mit dem Artefakt. Ich kann nicht weiter zurück, wirklich. Dann schon zurück. Ja, ich versuche so mal ums Artefakt drum rumzugehen oder so. Ne, kann ich nicht. Ja, dann stell ich mich hier hin. Mhm. Soll ich auch mit nach vorne kommen? Ja, das wäre nicht schlecht. Oh. Direkt an der Treppe vorne, dann können wir auch dichter zusammen wahrscheinlich so. Und da ist das Artefakt, genau. Fertig. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier rauskommen. Ja, und Artefakt einsammeln, ne? Ach so, Artefakt, ja. Erst du, dann ich. Das ist Artefakt des Gewaltigen. Oi. Standbild? Es kommt nicht wieder. Wirklich? Die kommen immer zweimal wieder, oder nicht? Ja. Ach, da müssen wir ja... Wir wollen ja Gamma, Beta und Alpha machen. Da müssen wir mindestens dreimal hier rein. Oh nein. Da müssen wir uns aber einen Weg aufschreiben oder so. Aha.
Jetzt such mal bitte nach dem Schalter. Denn ich glaube nicht, dass du hier dann drin eingesperrt bist oder so. Hier, ich hab'n. Ja. Okay. So, wir haben's erste Artefakt. Oh. Oh. Ja, warte auf mich. Das erste Artefakt haben wir. Ja. Ist das das Einzige? Warte mal, ich gehe mal auf K und dann ganz, ganz weit raus. Aber das Labyrinth ist noch viel größer. Hm. Das sind noch mehrere Stockwerke. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das dann das einzigste Artefakt ist. Oh. Wie viele Artefakte haben wir denn jetzt? Mit dem haben wir jetzt 10, ne? Ich glaube. Und 11 brauchen. Und 11 brauchen. Bei dir ist noch so ein Schalter, ne? Direkt bei mir? Ja. Ach da, ja. Ja, dann lass uns mal hier hochgehen. Von da vorne kamen wir ja. Vielleicht ist ja noch ein Artefakt hier drin. Oh, Vorsicht, weg, 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 zurück. Jetzt hätte ich die Beine weggeschossen, ne? Ja. Hab ich gesehen. Ja, da hast du jetzt echt Glück gehabt. Ich habe doch nicht berechnet, dass ich doch langsamer bin als du. Dann bin ich an dir vorbeigeschossen. War schon gut, dass ich gesagt habe, mehr Munition einstecken für die Pumpgun, ne? Ja, wenn du noch brauchst, ich hab noch, ne? Ich hab noch 424. Naja. Ich kann doch immer nicht so viel schießen wie du. Ja. Ach, hier ist ein Schalter hier oben. Guck. Und da bin ich drüber gelaufen. Geh am Rand her. Ja. Und dann hier am Rand bleiben. Hier sind Pusterohre. Mhm. Kann man auch durchgucken. Ja. Tja, wir brauchen so langsam die Schalter für die Tore. Hm. Aber da war ja vorhin so eine blutige Hand drüber und sowas. Da müssen wir mal gucken. Ja, hier müssen wir bestimmt rein. Ja, wahrscheinlich, ne? Da vorne geht's ja auch weiter. Ich muss auch schon wieder brummen hier drüben. Müssen wir hier irgendwo... Ob die zwei Artefakte so dicht beieinander haben, aber das hört sich eher an wie ein Loot, ne? Da muss irgendwo ein Schalter sein. Oder da unten in dem Raum, da waren ja so viele Schalter noch an den Dings dran. Ja. Ob da ein Schalter bei ist, aber wer weiß, was... Denk an den Button, ja, ne? Was man da alle auslöst. Denn da vorne, das sieht alles aus wie Schalter. Ja, warte, guck mal nach, ob ich hier einen Schalter drücken kann. Bleib hier oben stehen, ne? Ja, das ist ein Fake-Schalter oder so. Ich komm. Da war was. Da. Irgendwas geht auf. Ja, dann geh mal schnell gucken. Oh, Scheiße. Geh weiter. Ja, das muss auf. Ja, rein da. Ich bin schon dran. Tor ist zu. So. Entweder wir sind jetzt in der Sackgasse oder hier geht's irgendwo weiter. Also hier hinten geht's weiter, wo ich stehe. Also hier ist Press Button. Okay. Ist jetzt die Frage, geht die Tür auf oder nicht? Zieh jetzt zu mal auf die Fledermaus. Ja, Moment, ich versuch's doch gerade. Oh, ich komme nicht hinterher, ne? Dann drücke ich mal hier auf Press Button, ob das Tor hier wieder aufgeht. Ja, geht auch. Ja, das ist für das Tor, okay. Oh, Scheiße.
habe ich nicht mitgezählt beim Schießen. Von kommt noch einer. Alles gut, dann gehen wir da weiter, wo du bist. Der schreckt mich jedes Mal, wenn die Türen zugehen, hier vorne. Ja, dann erstmal gucken, sag mal, ob hier irgendwo noch was ist hier. Denn hier hinter brummt es ja, ne? Naja. Finde ich aber saugut gut gemacht hier, ne? Ja. Hier ist nichts drin. Außer eine Schießanlage. Ja. Vorsicht, Schalter. Ah! Ein Hoch auf die Sinus, ne? Ja. Beim Nebenraum ist einer. Habe ich den Schalter aktiviert wahrscheinlich? Naja, ich sag noch Achtung Schalter und in dem Moment bist du drauf gelatscht. Ja, du musst ja auf den Boden gucken, du musst an der Wände gucken. Ja, ja. Finde ich sau gut gemacht. Hier ist auch noch ein kleiner Raum. Das ist ein Zeichen oder ne? Aber da ist das Artefakt drin, ne? Wo? Gegenüber. Ach siehste, zwei Artefakte. Dann muss hier irgendwo ein Schalter sein. Vorsicht! War das nicht gerade zwei? Ja, ich habe auf jeden Fall auf beide geschossen. Du musst auch an der Wand gucken, ne? Ob da. Ja, ich habe nur gerade nachgeladen. Wir haben das Artefakt gefunden, Leute. Das zweite. Müsste dann das letzte sein, was wir brauchen. Über noch mal in den Nebenraum. Ja. Oder wir müssten mal beim Artefakt reingucken. Vielleicht sieht man, ob da noch ein Tor hingeht oder so. Nö. So eine Sauerei. Oje. Das letzte Artefakt war das Artefakt des Gewaltigen. Oh, da ist irgendwo. Ja, das ist hinter der Wand. Das Viech ist schon die ganze Zeit da. Okay. Dann müsste das hier, weil das auch so schmal ist, das ist bestimmt das von der Kräftige oder sowas, ne? Oh, sie, neben dir ist noch ein Schalter. Da, ja. Macht das vielleicht die Tür auf? Passiert gar nicht. Passiert gar nicht. Ja, klar. Ja, dann müssen wir hier echt gucken. Vielleicht hier in den Nebenräumen. Ob hier irgendwo ein Schalter ist oder sowas. Muss immer eine Höhe von Waffe sein normalerweise. Ich guck mal in den anderen Raum. Oh, sieh, da ist ein Schalter irgendwo. Beziehungsweise, nicht Schalter, Pfeile. Musst du links lang gehen. Ja. Da hatte ich gerade einen Schritt. Ach, Körper ziehen. Ah. Kann ich auch noch durchgucken? Ach, das ist da, wo wir vorhin waren. Wo ich sagte, kann ich da durchkriechen. Hier kann ich auch noch durchgucken. Hallo erstmal. Denk an die Pfeile, ne? Ja, aber ich muss hier dran. Hä? Hat das jetzt gar nicht geschossen? Egal.
Ne, ich habe hier nichts drin gefunden, ne? Ja, auch nicht. Dann vielleicht bei den Fässern oder so, dass hier noch ein Schalter ist. Geh doch gucken, ich bleib hier stehen und sag dir dann noch, ja, ob sich was tut. Aber Pyro? Ja. Wieder so langsam am Ende der Folge, ne? Ich hab einen Button. Ja, dann drück mal. Es geht was auf, aber nicht die Tür. Ah, ganz toll. Kann dir auch nicht sagen, wo es aufgegangen ist. Ach, ich aber. Ich bin drin. Ja, dann. Wie bist du da hingekommen? Da ist ein Schalter zwischen den Fässern. Und erstmal gucken. Das Artefakt des Hinterhältigen. Okay. Ist das nochmal wiedergekommen? Nö, ne? Natürlich nicht. Ich guck mal eben. Hier ist noch ein Schalter. Ja, weil ich sehe auch nicht, wie ich da zu dir komme. Zeige ich dir. Ach, da? Siehst du? Oh. Und der Schalter dafür war... Ach je. Der Schalter dafür ist hier hinten. Hier. Wo? Ach, da? Warte, ich geh mal raus, dann kannst du da gucken. Okay. Siehst du? Oh, den hätte ich jetzt gar nicht für voll genommen. Tja. Dann haben wir's, ne? Oh. Klar. Oder meinst du, hier ist noch ein drittes Artefakt drin? Glaube ich nicht. Wir haben doch dann alle. Wir haben jetzt 11 Artefakte, meine ich. Mhm. Auf den Button treten. Ja. War es das jetzt oder nicht? Das ist die Frage. So. Ich denke aber mal, wir stellen uns hier hin. Vorsicht, der Button, ne? Ja. Und sagen von hier aus erstmal aus dem Sumpf-Dungeon. Wir haben ja jetzt 2 Artefakte gekriegt. Und wir gucken natürlich trotzdem nach, ob es hier noch mehr gibt, ob es hier einen dritten gibt oder sowas. Aber in dem Sinne sagen wir erstmal Tüdelü und Schü und so. Tschüss. Wir haben's Dungeon geschafft.